Warum singen Sie eigentlich Schlager? Ja, warum ich Schlager singe? Weil es mir Spaß macht. Und warum macht es Spaß? Ja, für mich ist es der Unterhaltungsberuf einer der interessantesten und schönsten, die es gibt. Und ich versuche, mein Publikum mit möglichst guter Unterhaltung zufriedenzustellen und nach dem Konzert sie glücklich nach Hause zu schicken. Sie warten teilweise schon eine Stunde die Fans im Kongresshaus Zürich auf ihren Kaiser für eine Nacht. Roland Kaiser gehört zweifellos zu den derzeit erfolgreichsten deutschen Schlagersängern. In 10 Jahren hat er nicht weniger als 3.300.000 Singles und rund 2,2 Millionen Musikkassetten verkauft. Seine Konzerte sind permanent ausgebucht. Kaiser leidet darunter, dass einige seiner Branchenkollegen auf der Bühne eine Humpertäterin- und Schunkelklatsch-Mentalität hinlegen. Dabei, sagt er, sind dies zum Teil sehr intelligente Leute, die diese Art von sich verkaufen nicht nötig hätten. Nervös? Jetzt ist 2:30, jetzt bin ich ein paar Minuten lang nervös und dann bin ich ab 7 Minuten nach 8 wieder nicht mehr nervös. Jetzt komm, wenn du raus bist, ist vorbei. Das ist der erste Kontakt, ist wichtig zwischen den Leuten, wenn dann alles okay ist. Die freuen sich da genauso auf den Abend wie ich mich. Nur die Grundvoraussetzung. Insofern ist es etwas einfacher, als wenn du eine Gala machst, wo du so einen Ball kommst, wo die Leute halt mit dir konfrontiert werden, ob sie dich nun wollen oder nicht wollen. Die haben dich eingekauft und dann ist es viel schwerer als beim Konzert. Lufttechnisch. Wollen wir mal rausgehen ein bisschen? Gehen wir ganz langsam, keine Probleme. Wir warten eh noch ein paar Minuten draußen. Also insofern. Kein Stress. Schlüssel. Man kann ihn von vorne voll sehen. Er steht da wie ein Schattenriss. Die Lampe müsste aus oder wir haben unsere Info verschenkt. Okay, wir machen aus. Wann? Jetzt. Ja. Okay, Philipp, danke schön. Kaiser scheint ein Phänomen zu sein. Große Erfolge in einer Zeit, da Rock- und Popmode sind und der Schlager ins Hintertreffen gerät. Wie erklärt er sich seinen Erfolg? Das ist mit Sicherheit das berühmte Wort Charisma. Das ist eine Sache, die sie nicht lernen können, die ihnen noch keiner beibringen kann. Die haben sie vom lieben Gott gekriegt oder nicht. Und dann müssen sie damit leben oder ohne dem leben. Das ist das Einzige, was sie lernen natürlich im Laufe der Jahre, platzen in ihnen verschiedene Knoten. Also haben wir ja 2 Hemmschwellen, so eine Bühne zu betreten, eine emotionale und eine intellektuelle. Und die müssen sie erstmal ablegen, bis sie eines Tages ihre Bühne als ihren selbstverständlichen Spielplatz empfinden. Denn sie müssen quasi ein Exhibitionist sein, und zwar ein seelischer. Wenn sie sich nicht ausziehen, gibt es nichts zum Angucken. Und das müssen sie erstmal lernen. Also die ersten Tourneen werden sie wahrscheinlich steif sein wie ein Brett und irgendwann wird sie das mal auflösen. Will Roland Kaiser Botschaften vermitteln? Ich versuche, Lebenssituationen zu fotografieren und versuche, sie in Liedform wiederzugeben. Manchmal ist man dann Formulierungshilfe. Wenn man Stevie Wonder Formulierungshilfe für viele Millionen Menschen, also diese weltberühmte Schnulze, wie jetzt Kritiker sagen würden, geschrieben hat. Aber zum Glück war sie in Englisch, da ist ja keine Schnulze mehr. So sind wir manchmal auch. Ich werde jetzt mal der neue Titelsong hier unserer LP, Herz über Kopf. Das ist einfach ein Statement fürs Gefühl und einfach festzustellen, dass jemand, der ohne Liebe existiert, im Prinzip ein armes Schwein ist. Und das ist unbestreitbar, ob man nun intellektuell ist oder nicht. Von Liebe und Seele.
einer der Gründe könnte vielleicht sein, dass wir, wenn wir Texte machen, dass wir sie also so abfassen, dass sie heutige Sprache reflektieren. Also wir holen keinen den Mond vom Himmel oder versuchen nicht für andere Leute die Sonne einzustreichen, in grün oder rot, sondern sind alles reale Texte. Und ich glaube, dass sie auch einen gewissen Stil haben. Also deswegen, Kollegen haben mir immer gesagt, mit dem Song von dir, dich zu lieben, hast du eine neue Art von Schlagertexten geprägt. Ich glaube, das hängt damit zusammen und natürlich auch mit der Fernseharbeit, die man macht, dass man also nicht ausschließlich singen, sondern auch mal Sendungen durch Sendungen führen kann, dass man das also ausbaut. Das sind sicherlich Aspekte, die dazukommen und natürlich auch Tourneearbeit. Denn da können sie nun nicht also allzu viel mit Konserven und dummen Phrasen überzeugen, sondern müssen sie wirklich 2,5 Stunden ackern. Ansonsten kommt keiner mehr wieder. Kaisers Publikum rekrutiert sich nicht nur aus älteren Damen, auch junge Mädchen und Männer aus breiten Schichten gehören zu seiner treuen Fangemeinde. Prost. Die Leute haben Spaß und wir haben Spaß. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, genau. Und morgen gehen wir essen. Wie lange seid ihr noch in der Schweiz? Heute, wir machen morgen auf der hier. Ich wollte morgen mit dir essen gehen, wenn es kannst. Ja. Hoffentlich. Kronendings. Ja, okay. Könnte klappen. Besuch des Kollegen Udo Jürgens in der Pause, Smalltalk und Wein. März. März, ja. Zum Schluss. Diese Wunder auf dem Weg zu Ende gehen. Manchmal möchte ich so gern die Hand in Hand ganz nah an einem Abgrund stehen. Wenn ich dich so sehe, vor mir sehe. Wie definiert der deutsche Schlager Kaiser Unterhaltung? Für mich ist Unterhaltung Ablenkung von alltäglichen Problemen und meiner Ansicht nach, sagen wir mal, dass man nach einer Unterhaltung wesentlich bewusster auch wieder Probleme aufnehmen kann. Das ist eine wichtige Wechselwirkung zwischen Problembewusstsein und zwischen Abspannen. Das ist völlig normal, zwischen Arbeit und Freizeit. Genau das. Wir haben die Aufgabe, finde ich, die Leute mit einer guten Form von Entertainment zu unterhalten. Was ist eine gute Form? Eine ehrliche Form ist eine gute Form. Wenn sie Dinge, die sie machen, nicht schauspielern, sondern sie leben, dann sind sie ein ehrlicher Künstler. Das Ende der rund 2-stündigen Show mit viel Aufwand und Effekten. Nach der Show besucht der verantwortlichen Damen der Glückspost, die dieses Konzert mitorganisierte. Ganz, ganz toll. Hat's dir gefallen? Ja, wirklich. Ja, wunderbar. War für mich wieder einmal mehr. Ja, etwas anders als früher. Ja, ja, aber ich meine, Sie haben also, ich möchte mir wieder sagen, kein Fortsch, also noch mehr Fortsch. Ich fand es viel besser. Ich auch. Vielen herzlichen Dank. Ja. Ganz herzlichen Dank. Auf mein Mädel. Super. Danke gemacht. Dir. Ganz, ganz toll. Wirklich ja. Aus. Es war fantastisch. Und Sebastian, das war ein. Kaiser ist kein Blödling, er versteht sich auf sein Geschäft. Die Masse hört ihm zu. Er hat Macht und Macht ist Politik. Ist er politisch interessiert und auch engagiert? Mein politisches Engagement schlägt sich nicht nieder in Form von Parteiarbeit, falls Sie das meinen, sondern viele Politik ist unser Leben in der kleinsten Zelle. Also zum Beispiel, wenn ich eine gute Politik betreibe, innerhalb meiner Firma oder innerhalb meiner Tourneetruppe, leiste ich einen kleinen Beitrag dazu, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, friedfertige Menschen sind, weil sie intern keine riesen Aggressionen auszustehen haben und keine großen Konflikte. Und wenn man, glaube ich, unsere Gesellschaft so begreift, dass die kleine Zelle die große inspiriert und nicht umgekehrt, dann muss man sagen, wenn die Menschen in einer Harmonie leben, ist es wesentlich schwieriger, Aggressionen aus ihnen herauszuholen. Und so wie Leute in die Ecke gedrängt werden, wie es ja logischerweise in unseren Gesellschaften heute ist, durch hohe Arbeitslosigkeit, hohe Jugendarbeitslosigkeit, werden die an die Seite gepackt, ob die nun Punker sind oder Skins heißen,
Und durch Randgruppen schafft man sich natürlich Konfrontation, durch Randgruppen schafft man sich, begibt man sich in die Gefahr eines Extremismus, wenn irgendein Verrückter wiederkommt und die auf den Plan ruft, nicht? Die eine Uniform anzieht, dann rennen sie alle los. Das ist die große Gefahr.